Familienkutschen 2024. Was für Eigenschaften müssen Autos mitbringen, um eine Familie perfekt im Alltag zu begleiten? Und welche tollen Familienkutschen können wir euch anbieten? Es ist ja der zweite Film zu dem Thema, müssen offen sagen, kleine Familie, ein Kind, kriegt man es wahrscheinlich mit den meisten Autos auch so hin. Aber spätestens ab zwei Kindern wird es lustig. Wir wissen ja, worüber wir sprechen. Aber ja, erstmal allgemein, was für Eigenschaften muss ein Auto mitbringen, um perfekt für die Familie da zu sein? Ja, also ich würde sagen, was von Vorteil ist natürlich, wenn jetzt Oberflächen robust sind, also wenn jetzt du nicht jeden Flex sofort ziehst. Also ich würde zum Beispiel von einer heller Innenausstattung mal grundsätzlich abraten. Okay. Eher Stoff oder Leder? Ja, hat beides Vor- und Nachteile. Ich würde tatsächlich sagen, Ledersitz hat da schon Vorteile, weil er halt besser abwaschbar ist. Ja? Aber kommt dann vielleicht auch drauf an, wie alt sind die Insassen, die da mitfahren. Ja, also wie alt sind die Kinder. Ja, das verändert sich ja da auch immer ein bisschen. Wenn die jetzt in einer kompletten Babyschale drin sind, dann ist auch wieder anders, wie wenn sie auf dem blanken Sitz sitzen. Okay, was haben wir noch? Dann würde ich sagen, finde ich ein großer Vorteil, wenn es wie hinter uns der Townstar Schiebetüren gibt. Das ist leider nicht in allen Fahrzeugklassen möglich. Nee, aber wenn es die Möglichkeit gibt, wäre das für mich ein Punkt. Ich finde eine gute Lademöglichkeit, also Ladekante, Höhe, dass es nicht eine Schwelle ist, wo ich was drüber hinweglüpfen muss. Ja. Solche Themen sind mir wichtig. Und dann geht es auch immer noch ein bisschen um Infotainment. Was kann man da vielleicht für Möglichkeiten nutzen? Würde ich aber gerne erklären. Also die lange Fahrt mit zwei Kindern in Urlaub nach Kroatien, 14 Stunden, dann ist man sehr dankbar, wenn es so eine USB-Schnittstelle gibt, dass die irgendwie Hörbücher oder was hören können. Nicht zu unterschätzen. Ne? Ja. Genau. So, und dann geht's und natürlich, natürlich spätestens ab zwei Kindern Urlaub ist natürlich viel Platz auch nicht das Schlechteste. Ja, ja, klar. Und Platz und Isofix hast du vorrat auf berechtigterweise gesagt, wobei das mittlerweile schon fast Standard ist. Ja. Was ich beim Townstar, ist jetzt ein kleiner Sonderfall, aber man sieht selten, wenn man in der zweiten Reihe Einzelsitze hat, weil normalerweise hat man ja zwei Hauptsitze und so diesen Notsitz dazwischen, wenn man jetzt wirklich zu fünf fährt und das 10, 15 Stunden, der in der Mitte auf dem sogenannten Zwischensitz sitzt, der spürt das. Ja. Das ist natürlich dann auch schön bei fünf Personen. Ja. Gut, aber jetzt haben wir ja gesagt, wir haben ganz viele tolle Autos für die Familie. Ja. Dann gib uns mal einen Überblick. Genau, also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach von dem Szenario aus, dass wir zu viert sind und Oma und Opa müssen auch mal mit. Ja, dann sind es aber schon sechs Sitze. Genau, so, dann brauchen wir mal sechs Sitze. Ja? Okay. Weil sonst in den reinen Fünfsitzer kriegst du das ja immer irgendwie. Du hast recht, der mittlere Sitz ist dann eher für Kurzstrecke geeignet, wie für Langstrecke. Aber wenn halt Oma und Opa mit müssen, dann brauchen wir sechs Sitze, beziehungsweise dann sind es in der Regel sieben Sitze. Okay. Ja? Bei Nissan würde ich mal starten. Mhm. Auto hinter uns, ein richtiges Highlight, ist der Townstar, ein Hochdachkombi. Und der bringt da viele Eigenschaften schon mit, die wir gerade beschrieben haben. Den gibt es als 5- und 7-Sitzer, den gibt es als Verbrenner und als Elektrovariante. Ja, heißt, ich kann da in allen Konstellationen spielen und die richtige, passende Lösung für mich finden. Und es ist die Fahrzeugklasse der Hochdachkombis. Ja. Das sind natürlich die Raumwunder. Ja, genau. Also durch die Höhe. Da kriege ich, wenn ich ein Netz reinziehe, Gepäck rein, wahnsinnig viel. Da kann ich ganz einen Kinderwagen und nicht zusammengeklappt reinschieben. Absolut. Das ist natürlich Wahnsinn von dem Volumen, was das bietet, bei verhältnismäßig kleinen Ausmaßen. Ne? Genau. Also man ist ja trotzdem noch flott in der Stadt unterwegs. Ne? Ja, Optik, ja, das ist dann wieder jedem selber überlassen. Ja. Aber total praktisch, handlich und ein Raumwunder. Ja. Gehen wir weiter. Nächstes Modell ist der Nissan X-Trail. Den gibt es als 5- und 7-Sitzer. Ja, dann sind wir natürlich etwas sportlicher, designmäßig. Da klar einen Schritt weiter vorne in der Regel. Und haben aber da die Möglichkeit, 7 Sitze zu platzieren. Wobei die hinteren Sitze dann eher für die Kinder geeignet sind. Und den Kofferraum nahezu eliminieren. Also Achtung, hatte ich ja mit dem alten Qashqai. Genau. Vergesst nicht die Option der Dachgepäckbox. Ja. Wenn ihr dann doch nach Kroatien düst,
kann man sich ja das, den Kofferraum quasi noch aufs Dach packen. Genau. Ja, aber gut, das muss man wissen. Also ja, wenn dann 7 Sitzer bei einem X-Trail, dann ist hinter der Kofferraum verschwindend klein, da passt dann kein Koffer mehr rein. Dann gibt es bei Nissan noch den Primastar. Ja, das ist quasi eins größer wie der Townstar, ja, das nächstgrößere Modell. Den gibt es in ganz verschiedenen Varianten, als 8-Sitzer, als 9-Sitzer. Wir haben die Möglichkeit, als Flexvan nur einen Boden reinzumachen, auf dem wir Einzelsitze platzieren können, wo wir ihn zum 6-Sitzer machen können, wo wir eine Schlafliegebank integrieren können, wo wir zum Beispiel auch die Sitze so platzieren können, dass man sich angucken kann hinten. Also da sind wir super flexibel beim Primastar, gibt es ganz viel Möglichkeit und ist dann aber schon im größeren Busbereich. Ja? Also der ist jetzt für die City wieder schwierig, weil er halt ja, von der Ausmaße so groß ist, dass du jetzt nicht in jede kleine Parklücke reinkommst. Da tut sich der Townstar deutlich leichter. Aber sag mal wieder, wenn ich wirklich noch, was ja heute leider selten geworden ist, aber 4, 5 Kinder habe, dann bin ich bei der Fahrzeugklasse. Genau. Dann brauche ich ja auch einfach den Platz, was du schon angedeutet hast, unglaublich viel Flexibilität. Genau. Bisschen, ich kann mir selber einen Camper draus bauen. Genau. Gut. So, dann springen wir zu Hyundai. Da denke ich als erstes an den Santa Fe, den es ja jetzt auch noch das alte Modell gibt. Warten wir gerade auf das neue Modell, sind ganz gespannt, bis das endlich bei uns sein wird. Den gibt es auch in ganz verschiedenen Varianten. 5-Sitzer, 6-Sitzer tatsächlich und 7-Sitzer. Heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, hinten ganz normale Dreierbank zu haben. Wir haben aber auch als 6-Sitzer die Möglichkeit, quasi 2-2-2 zu machen. Oder als 7-Sitzer 2-3-2. Ja? Super modernes Auto, das neue Modell vor allem, also gefällt mir optisch richtig, richtig gut. Auch da ist so ein bisschen wie beim X-Trail, wenn natürlich die volle Kapazität ausschöpft, dann fehlt dir hinten dran das Ladevolumen für 7 Personen. Das geht halt da nicht rein. Deine Empfehlung, wieder aufs Dach. Aufs Dach. Ferner ist das ja auch ein Fahrzeug, wenn jemand auch noch große Hänger oder so, ja, Pferdesport oder sonst was, ja, der hat auch richtig Schmackes. Da haben wir einen großen SUV, der schon, genau, fast Richtung Geländewagen geht, der auch noch ganz andere Bedürfnisse abdecken könnte. Genau. So, und dann das neueste Mitglied in der Familienkutschen-Welt von Hyundai ist der Staria. Ja, super modernes, großes Raumwunder, das Hyundai da auf den Weg gebracht hat. Ich finde genial die tiefgezogenen Fenster, weil du ein super Raumklima auch innen drin hast, eine tolle Sicht. Und auch den gibt es in verschiedenen Varianten, als 7-Sitzer, als 9-Sitzer und flexibel. Beim 7-Sitzer genial die zweite Reihe, weil das sind so Relax-Sitze, also da kannst du die Füße nach oben holen. Super entspanntes Fahren und Reisen. Thema Konnektivität ist da mit Sicherheit am besten gelöst. Ja, also Staria ist da die maximale Raumladewunder von Hyundai. Und ein sehr spaciges, exotisches, ja, Fahrzeug. Mutig, aber es sieht richtig gut aus. Aber es hat was, hat, ja, einfach was. Also gibt jede Menge Optionen, Möglichkeiten. Dann geht es natürlich um Motoren und das gibt es bei jedem, gibt es verschiedene Varianten. Ja, letztendlich ist dann jedem wieder selbst überlassen, was das Passende ist. Wir haben da Möglichkeiten, kann man gerne auch mal durcheinander testen und sagen, für mich gibt es vielleicht 2 Konstellationen, die ich mir vorstellen könnte. Kommt vorbei, schaut es euch an, probiert es aus, macht eine Probefahrt. Ihr findet es richtig, bin ich ganz sicher. Wenn denn der Neuwagenkauf oder auch Gebrauchtwagenkauf der neuen Familienkutsche ansteht, alle Fahrzeuge, die wir euch gerade vorgestellt haben, haben wir hier ausführlich vorgestellt mit zig Filmen, wo, ja, Ausstattungsvarianten, ja, was kann man innen machen, was kann man außen machen, wie fahren die und. Schaut in unseren YouTube-Kanal, da werdet ihr alles finden. Und wir sind stolz darauf, bis heute jedes Kommentar gelesen und beantwortet zu haben. Ja. Wenn Fragen sind, ab in die Kommentare. Und natürlich freuen wir uns auch über jedes Like und jeden, der uns auch weiter per Abo weiter begleitet. Und dann sage ich Dankeschön und hoffe, dass die Familienkutschen glückliche Familien von A nach B auch zukünftig bringen werden. Ja. Tschüss. Ciao.